Hallo, Zukunftsdosch hier. Ich habe so ein paar Sachen, über die ich mit euch reden wollte. Also, zuerst einmal, diese Folge könnte ein wenig chaotischer wirken, ich weiß es noch nicht genau. Aber ich gebe mir große Mühe, dass ich es größtenteils auch gut hinkriege. Wo liegt denn das Problem? Also, erst einmal, das ist quasi schon das zweite Mal, dass ich jetzt hier sitze. Denn ich hatte eigentlich alles schon einmal aufgenommen gehabt. Auch schon mit den Problemen. Und dann hatte ich gedacht, ich habe doch alles irgendwie ein bisschen gefixt bekommen. Und irgendwann werde ich dann einfach die Folge rendern und OBS sagt mir so, beziehungsweise die Datei sagt mir so, was bin ich? Ja, ich hatte eine komplett kaputte Datei vor mir, konnte natürlich dementsprechend leider nichts mehr retten, nichts mehr rendern. Heißt, ich habe jetzt quasi nicht viel voraus. Ich sag mal, ich habe jetzt, das ist jetzt Folge 13 und ich habe auch schon Folge 14 aufgenommen gehabt mit dem gleichen Fehler. Der Fehler ist mittlerweile behoben. Ich weiß, wo das Problem lag. Obwohl es total bescheuert ist, aber ja. Aber naja. Also, wie gesagt, die Folge wird ein bisschen chaotischer, weil einmal haben wir einen relativ großen Zeitsprung hier. Denn ich hatte zum Zeitpunkt von der Folge, wo ich, wenn wir uns das zweite Mal hier sehen, da ist quasi diese Zeitwende, weil einmal hatte ich nochmal aufgenommen gehabt, dann hatte ich eine Woche überhaupt keine Zeit hier auf der Map zu spielen. Heißt, ich hatte Magen-Darm-Probleme relativ starke gehabt, geht mir mittlerweile auch schon wieder besser. Ich hatte Bewerbungsphase relativ viel zu tun gehabt und ich hatte hier 3 bis 4 Tage Handwerker im Haus rumsitzen. Beziehungsweise, die haben bei uns die Heizung neu gemacht und naja, mit dem Bohren kann ich nicht aufnehmen. Dementsprechend habe ich einfach was anderes gemacht, habe ein bisschen Fallout 4 gezockt, habe ich mal wieder Lust gehabt, aber naja. Heißt, ich bitte auf jeden Fall schon mal zu entschuldigen, sollte diese Folge so ein bisschen chaotischer werden. Aber ich gebe mir wirklich größte Mühe, dass wir das alles hinkriegen. So, jetzt aber genug gelabert, viel Spaß mit der Folge. Hallo, mein Name ist Dosch und willkommen zurück zu einer weiteren Runde All the Mods 7 to the Sky. In der letzten Folge haben wir Laserduels automatisiert, dass wir aus dem Twilight Forest Olzemodium, Vibranium und Unobtainium kriegen. Da muss ich jetzt aber auch gerade nachschauen, warum das gerade nicht verarbeitet wird. Was kommt rein? Achso, die ganzen Goldquests sind noch dran. Ja gut. Ich habe jetzt einfach mal mittlerweile gesagt, weil wenn man sich mal meine Ressourcen anschaut, es ist schon viel da. Ich habe gesagt, die ganzen Slurries schmeiße ich jetzt einfach nur noch weg. Ich war überlegen, ob ich Uran aufheben soll, aber ich werde Uran einfach normal verarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Heute möchte ich gucken, dass wir so ein bisschen in Richtung All the Mods da arbeiten. Ich habe einfach mal ganz doof ein Rezept gemacht, damit wir sehen können, was fehlt. Und wenn ich jetzt einfach mal so einen craften möchte, so ein paar Sachen können wir schon machen. Aber es gibt so ein paar Ressourcen, die wir eigentlich noch automatisieren müssen. Unter anderem, wenn wir einmal hier runterschauen, wo haben wir es? Das Picklet-Shard. Das möchte ich heute gucken, dass wir das hinkriegen. Was sind Picklet-Shards? Diese Hearts brauchen wir einmal für die Dragon Soul, aber auch für die Unobtainium Olzemodium Alloy Ingots, beziehungsweise für Unobtainium Vibranium und Vibranium Olzemodium. Was wir ja auch brauchen für die Blöcke hier oben, die Unobtainium Olzemodium Alloy Blöcke. Also wenn wir davon eine gute Anzahl brauchen. Und um die ranzukommen, müssen wir mal wieder ins Azar. So, bevor wir aber ins Azar gehen, ich habe mir jetzt einmal ein Mob Imprisonment Tool gemacht und einen Mob Swap, weil ich keine Ahnung habe, wie wir die am besten angehen, die Picklich. Ich habe jetzt auch mal Unobtainiums Schwert und Pickaxe gemacht. Alles noch nicht perfekt verzaubert, wobei der schon relativ gut ist mit Capturing 5, Looting 5. Aber das wird alles noch einen Moment dauern. So, ich begebe mich mal schnell ins Azar. So, hier im Saasa suchen wir jetzt erstmal, wie man schon oben links sieht, mit Hilfe dieses Structure Compass. Ja, lass mich mal bitte halt in Ruhe. Eine Struktur, und zwar eine Ancient Pyramid. Ich bin hier schon vorher ein bisschen rumgeflogen und naja, das hat keinen Sinn. Was ist diese Pyramide? In dieser Pyramide spawnen ganz einfach die Picklichs. Und wie diese Pyramide aussieht, zeige ich euch, wenn wir da sind. Das kann also einen kleinen Moment dauern. Bis gleich! Und da ist sie auch schon, die Ancient Pyramid. Ich bin gespannt. Ich lege mir jetzt mal hier
mein Mob-Shop und mein Mob-Prisman-Tool hier unten hin. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Beziehungsweise ich schmeiß mal so das Furberry mal rein. So, hier spawnen die Picklets. Ich glaube, wenn man sie einmal sieht, dann weiß man auch schon, was gemeint ist. Ich weiß nicht, ob es hier drin auch Mobs gibt. Auf jeden Fall. Boah. Aber wer schießt mich hier die ganze Zeit ab? Achso, die schießen sich hier gegenseitig ab. So, ich habe mich auch hier mit einen kleinen Plan. Und zwar möchte ich schauen, dass wir diese Struktur quasi bis auf den Boden abreißen. Warum will ich das machen? Das ist ganz einfach. Weil ich hier eine Farm aufbauen möchte. Ach du waren hier einfach mal fast 1,5-6 Tiers drin. Plus ein verzaubertes. Ich frage es gar nicht. So, die Wände kann ich abbauen. Ja, die kann man abbauen, sehr schön. So, aber noch kein Picklitch gesehen. Boah, das hat mich erschrocken. Das habe ich jetzt aber mal gerade auch erschrocken. Hallo, Picklitch, wo seid ihr? Hier auch nicht. Hier sind eine Menge Spawner. Ein paar nehme ich mir aber mal mit. Flup. Ja, Schaden sollten wir eigentlich jetzt nicht mehr wirklich hier nehmen. Ich will aber trotzdem mal gucken, dass wir diesen ganzen Bereich einmal hier säubern. Sind das? Schweinespawner. Nehme ich einfach mal mit. So. Alles einmal hier rein. Ich mache mal Autopickup an. Netherite-Blöcke. So, Spawner-Schatz werden wir auch brauchen. Ich werde jetzt einfach mal hier ein bisschen weiter erkunden und vielleicht mal finde ich auch mal so ein Picklitch. Da haben wir doch endlich mal den ersten Kandidaten. Also schauen wir mal. Das klappt nicht. Aber mit denen klappt es. Sehr schön. Dann können wir uns vielleicht so ein bisschen was sparen, aber wir haben doch trotzdem so ein anderes kleines Problemchen. Die haben verdammt viel Leben, die Teile. Heißt, verdammt viel Leben, ich glaube so um die 4000 Leben. Aber das kriegen wir auch noch alles hin. Da will ich so ein paar Sachen aussetzen. Ich will mal gucken, was hier drin ist. Anscheinend gar nichts. Ach, hier ist der Raum. Aber das passt ja. Denn ich wollte einfach mal hier... Merkt euch dieses Inventar. Ja. Das ist eine wahre Loot-Explosion. Ich suche mal einen zweiten Picklitch. Vielleicht können wir ja einfach mal so ein per Hand angreifen. Und hier haben wir zwei Kandidaten. Ich will hier aber nur ganz schnell die Spawner wegräumen. Genau aus solchen Gründen. Einfach, dass wir ganz in Ruhe hier einfach mal die einmal wegboxen können. Ich bin gespannt, wie lange das dauern wird. Ich gebe mir noch eine Soulberry. Und die haben, ja, knapp 5000 Leben. Also Schaden kriegen wir nicht, aber es sieht dann daraus, als würden wir dem gar keinen Schaden machen. Ja, ich glaube, wir müssen da mal so ein bisschen was gucken. Ich stocke einfach so ein paar Mal drauf. Wir machen mit dem eigentlich 233 Schaden. Ah, davon kriegt er aber Schaden. Dann machen wir einfach nicht genug Schaden. Gut,
Ich schau mal, wie wir das denn hier hinkriegen. So, Versuch Nummer 1. Ich habe hier eine Spawneranlage aufgebaut für den Mobcrusher. Quasi Autospawner, Mobcrusher. Hier dürfte jetzt eigentlich noch nichts passieren, weil noch keine Mob-Essenz drin ist. Aber ich hoffe, dass es mit denen klappt. Ich packe jetzt hier noch eine Ender-Chest dahinter und sage, Output soll nach hinten gehen, gepusht werden. Und ich packe jetzt einfach nochmal einen... Ja, hier nochmal einen Spawner hin. Es dürfte gerade nachts sein. Na? Ja, der will jetzt, glaube ich, gerade noch nicht. Ansonsten, wie ich überlegen mache, Spawn schon einfach mal so. Ich brauche Spawn mal Earth Slime. Bauen wir den Spawner nochmal ab. Weil wir nur ein bisschen Essenz brauchen. Okay, ein bisschen viel Essenz anscheinend. Ups, da habe ich vergessen, glaube ich, Strom anzuschließen, oder? Und wieso drückt er das jetzt nicht raus? Dann machen wir das Ganze anders. Sagen, dass der Output da rein soll. Jawohl. Essenz hat anscheinend noch nicht gereicht. Dann probieren wir es nochmal mit den anderen zwei Earth Slime Eggs. Und ich packe nochmal einen Point dran. In der Hoffnung, dass das damit klappt. Der Netz brauche ich zwar nicht mehr, aber egal. So. Machen wir einmal. Ja, der braucht wohl noch ein bisschen mehr. Ansonsten können wir dich einmal hier hinpacken. Spawnt auf denen einfach nichts. Das ist gut zu wissen. Ich teste hier noch ein bisschen rum. Okay, wir haben anscheinend eine Mob-Farm, aber nicht für den richtigen Mob. Das ist so semi-gut, sage ich mal. Dann müssen wir eben noch mal was anderes testen. Da der Mob ja anscheinend hier überhaupt nicht spawnen kann, machen wir jetzt einfach den Test. Okay, der Crusher kann die anscheinend vernichten. Haben wir jetzt denn auch ein Picklet-Shard? Anscheinend nicht. Entweder war das jetzt einfach Pech oder die droppen nichts. Dann würde ich einfach nochmal zum alten Plan zurückkehren und eine einfach mal drüben komplett abreißen. Und eine Crusher-Anlage da aufbauen. Bis gleich. So, für mein nächstes Megaprojekt machen wir aus dieser klitzekleinen Pyramide erst einmal. Und aus der Pyramide ist diese Form schöne Kasten geworden. Was ist das für ein Kasten? Ganz einfach, ich bin jetzt hier gerade im Spectator-Mod, wie man das gerade sieht. Die gesamte Pyramide habe ich abgebaut, aufs letzte bisschen. Alles in mein System gepackt und hier innen drin quasi eine riesengroße Fläche gemacht. Ja, hier unten habe ich auf jeden Fall schon mal, hier waren Mob-Mescher drin, die sind aber mittlerweile kaputt gegangen, da frage ich mich immer noch warum. Hier sieht man auch noch so ein bisschen die letzten Reste, was ich hier noch alles probiert habe. Es war sehr, sehr merkwürdig. Im Grunde genommen, damit ich das einmal zeige, gehe ich jetzt einfach mal ganz frech im Creative-Mode, damit hier wieder was spawnt. Picklich spawnen in einer sehr, sehr guten Rate. Fallen hier runter, sterben. Und die Picklet-Charts, die droppen, gehen in mein System. So, jetzt haben wir ein Problem. Ich gehe jetzt einmal kurz in den Spectator und dann hier wieder raus in Survival. Ihr seht mich wieder. Diese Farm ist grauenvoll. Warum, erkläre ich euch gleich, wenn ich wieder auf meinem Platz sitze. Ah, da seid ihr ja wieder. Schön, dass ihr da seid. Also, warum ist diese Farm nutzlos? So ganz nutzlos ist sie nicht. Das muss ich einmal erklären. Also, man hat gesehen, es spawnen sehr, 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 sehr viele Picklets da, aber wir haben so ein paar Probleme.
Das erste Problem ist, wie wollen wir die Picklists besiegen? 5000 Leben haben die. Es gibt eine Möglichkeit mit dem Mob Crusher von Industrial for Gory. Damit sind die Teile One-Shot. Geben auch Picklist-Shots, aber so 0 bis 1. Ist okay, das Ganze läuft ja passiv, ne? So. Wenn wir aber mehr wollen, geht auch die Chance über den Mob Mesher von Mob Grinding Utils. Das dauert mit kompletten Upgrades zwar, ich glaube, so circa 15 bis 20 Minuten, bis wir alles haben. Bis wir jeden Mob Picklich besiegt haben. In der Zwischenzeit spawnen dann auch nur noch Hexen. Aber dann droppen die um die circa 20 Scherzen pro Mob. Wegen Looting 10. So. Und warum haben wir jetzt immer noch ein weiteres Problem? Das ist ganz einfach. Für diese Farm müsste ich dauerhaft aktiv daneben sitzen. Denn ich habe erst später erfahren über verschiedene Berichte im Also-Mod-Discord. Beziehungsweise, weil ich jetzt auch schon selber gemerkt habe, dass The Other ist so aufgebaut, man kann keine Quarries drin aufbauen, man kann keine passiven Farmen drin aufbauen. Es ist einfach quasi einfach nur gefühlt eine nervige, nutzlose Dimension. Ja. Also, was heißt das jetzt für uns? Wir haben nicht die Chance, Picklists im The Other wirklich zu farmen, ohne dass ich jetzt wirklich hier 10 Stunden lang den PC laufen müsste, damit ich irgendwie vielleicht genug habe für einen All the Bots da. Wir haben nicht die Möglichkeit, hier zu Hause wirklich dauerhaft zu spawnen und zu besiegen. Ist das jetzt das Ende vom Pack? Natürlich nicht. Denn ich habe eine Möglichkeit gefunden. Und zwar, damit wir die Picklists abfarmen können, fangen wir heute mit Ars Novus an. Beziehungsweise es steht schon wegen den Gründen, die ich eben schon beziehungsweise ganz am Anfang erklärt habe, aber wir machen heute Ars Novus. Und zwar auf dieser Fläche. So, ich habe hier eigentlich die Fläche aufgebaut, damit wir hier so ein bisschen Botanien noch machen können. Mal gucken, wenn ich damit anfange. Aber das war der Travels Portal und dieser Portal sind an einer ordentlichen Stelle. Und hier haben wir ein Weizenfeld. Was will ich mit Weizen? Weizen brauche ich für Source. Was wir hier in diesen Gläsern schon sehen. Und zwar, Ars Novus braucht ganz am Anfang eine Imphuman Chamber. Die schauen wir uns jetzt einmal an. Das ist nichts anderes als Archwood Planks. Archwood kann man hier in dem Pack über die Sitzsäge kann man im Market kaufen. Kosten eine Emerald, das ist nicht viel. Das ist nicht das Thema. Was macht diese Imphuman Chamber? Denkt euch jetzt wirklich den ganzen Rest meiner Teile weg. Nur diese Imphuman Chamber steht jetzt hier. Wir nehmen uns jetzt aus dem ME mal ein Lapis und stecken das hier rein. Und nach einer kleinen Zeit haben wir ein Source Gem. Eine der, beziehungsweise die Hauptressource, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, von Ars Novus. So, was machen wir mit den Source Gems? Über diese Source Gems können wir diese Source Jars machen. Beziehungsweise die brauchen wir eigentlich, um diese ganze Source aufzufangen. Source ist quasi sowas wie die Energie von Ars Novus. Aber da wir jetzt den ersten Source Gem haben, können wir ein Economic Source Link machen. Was ist das? Der Economic Source Link ist quasi das hier. Und er jedes Mal, wenn etwas hier fertig gewachsen ist, produziert das Teil Source, was hier rüber in die Fässer geht, in die Source Jars. Und das habe ich jetzt einfach nur quasi laufen lassen. So, wie kommen wir jetzt denn dazu, dass uns das weiterhilft, dass wir die Pickle Shards kriegen? Ganz einfach. Es gibt die Möglichkeit, über diese kleinen Kobolde, die hier mal wieder rumlaufen, diese Dry-Me, dass die Picklitsche beklauen. Wie sieht das Ganze aus? So ziemlich so. Wir haben hier einen Picklitsch, den Streetigger 2. Ja, Entschuldigung. Und dann hier ein paar tanzende Dry-Me. Wie, was, wo? Das müssen wir jetzt, glaube ich, einmal erklären. Also, damit wir erstmal so weit kommen, brauchen wir hier. Habe ich hier noch ein Dry-Me im System? Oh, das ist doch perfekt. Das ist ja fast wie vorbereitet. Es ist relativ einfach. Wir nehmen jetzt so ein Waldenhorn und ein Dry-Me. Der läuft jetzt hier rum. Dem geben wir so ein Waldenhorn.
Man sollte den Magnet ausmachen. Und er fängt an zu tanzen und verschwindet und gibt so einen Drymi-Shard. Damit wir diese Drymi-Shards aber auch verwenden können, müssen wir etwas verwenden. Man sieht es schon. Das hier. Das ist der sogenannte Enchanting-Aparismus. Was wir jetzt hiermit machen, ich habe die ganzen Zutaten schon im Inventar. Wir brauchen einmal Wheat Seeds, eine Karotte, einen Rock Cod, einen Apfel, einmal Weizen und drei Source Gems. Und das letzte, was wir machen, ist einmal Drymi Shards in die Mitte packen. Wir kriegen ein paar schöne Partikel. Es dreht sich. Und wir haben einen Drymi Charm. Wer wissen möchte, wie das aufgebaut wird, das ist relativ simpel. Es ist ein Arcane Core unten am Boden, ein Enchanting Apparatus oben drauf und ansonsten 8 Arcane Pedestal. So, jetzt haben wir einen Drymi Charm. Was bringt uns das? So erstmal noch gar nichts. Wir brauchen noch einen Mossstone. Nein, nicht Mossstone. Mossstone. Einen Mossy Cobblestone. Wie wird das jetzt denn so aufgebaut? Im Grunde genommen brauchen wir den Mossy Cobblestone, nehmen den Drybeat Charm, machen Rechtsklick drauf. Und nach ein paar Minuten, ein paar Sekunden näher, haben wir einen Drymi Henge. Was macht der Drymi Henge jetzt? Wenn der mit Source versorgt wird, fängt der kleine Drymi hier an zu tanzen und beklaut den Mob in der Nähe. Dazu braucht man nur noch einen Inventar in der Nähe, wie zum Beispiel den Dia Chester. Und schon hat man den Picklejohn automatisiert. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Man kann das Teil einfach nochmal abbauen und der Drymi-Charm kommt zurück. Hier zeige ich das jetzt nochmal genau und richtig. Man kann mehrere draufpacken. Es ist sogar relativ gut, wenn mehrere drauf sind. Ich hoffe, das hat sich gestört, aber ich glaube nicht. Solange die tanzen, ist alles in Ordnung. So, hier habe ich jetzt noch einen Source Relay, der quasi von hier die Source Jars schicken das hier rüber und schickt das an den Dust Source Jar, wovon die Drymis da rankommen. So, quasi, hier ist hier noch die Dia Chest, wo die dann immer mal wieder was reinschicken. Ah, da hat glaube ich wieder was geklappt. Ah, sieht man glaube ich jetzt gerade nicht. Aber das Endergebnis lässt sich schon zeigen, denn über die Dauer haben wir jetzt schon 5000, fast 6000 Pickle Charts. Ja, dann weitermachen, Jungs. So, ich würde jetzt aber sagen, das reicht dann auch für die heutige Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, trotz der kleinen Komplikation, tut mir leid nochmal. Ich habe es leider anders nicht mehr hingekriegt. Lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt auf den Abonnieren-Button, würde mir sehr, sehr weiterhelfen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Bis dahin. Tschüss.